Heute. Jetzt sag ich. Muss. Muss? Muss. So müde oder wie? Bisschen, aber bisschen passt. Also. Passt schon? Mhm. Ja, jetzt steht ja die Tour so bei euch an, ne? Und diesmal nicht mit Samples, sondern mal komplett mit Liveband. Was ist das für ein Gefühl? Naja, das ist nicht richtig. Also wir werden zwar Musiker dabei haben, also Bass, Gitarre, Schlagzeug, aber eben auch Keyboards, und über die Keyboards werden auch Samples angesteuert. Also es gibt, denke ich, ein paar Samples bei uns, die nicht zu ersetzen sind und die auch ihre Charakteristik verlieren, wenn sie gespielt werden, also nicht geloopt sind. Also weil da entstehen ja Dinge, die wir nicht wirklich wahrnehmen, sondern einfach nur spüren, also die nicht auf den Punkt bringen kannst. Und die werden als Samples bestehen bleiben, aber es wird halt einfach auch was anderes werden als auf der Platte, dadurch, dass da Leute wirklich spielen. Spannend. Ich habe euch ja mal live gesehen als Vorgruppe von Das FX und, wer war da noch? Refugees. Refugees, genau. Bei Vorgruppe irgendwie ja, oder nicht das richtige Wort ist. Ich würde sagen, mit. Ja, es war halt so ein Konzert, wo, sagen wir mal so, ihr habt gespielt, Refugees haben gespielt. Ja, nee, die Refugees haben gespielt, dann haben wir gespielt. Und ja, zumindest wart ihr vor denen, deswegen habe ich gesagt, nicht Vorgruppe, aber ihr habt vor denen halt gespielt. Ne? Ja, ja. Und ja, eure Auftritte sind ja recht knallhart. So. Und was mich an sich beeindruckt hat, weil ich stand jetzt auf der Seite und habe gesagt, die rappen ja alles komplett synchron durch. Ihr rappt ja alles gleich. Nee, wir rappen nicht synchron Sachen, wir rappen ja schon abwechselnd teilweise. Ja, aber kaum. Im Gegensatz zu anderen Bands, für die wirklich so bei euch ist vieles, was ihr zusammen rappt. Ich komme auf die Titel an, aber es gibt Sachen, auf denen wir wirklich den ganzen Titel beide das Gleiche machen. Ja. Also den ganzen Text. Titel durch. Mhm. Aber es gibt auch Titel, in denen wir wirklich so hin und her abfahren. Es ist nicht so die klassische Nummer, okay, ich habe einen Rap geschrieben, den kicke ich jetzt mal und dann machen wir mal kurz Refrain und dann kommt mein Partner und rappt nochmal 16 Tage. Genau, das finde ich nämlich richtig. Deswegen sagte ich auch technisch sehr schwer, weil ich weiß ja, so synchron zu rappen ist nicht so einfach. Und das sagte ich auch, die wohl beste technische Gruppe Deutschland. Wir wissen zu schätzen, dass du das zu schätzen weißt. Das finde ich doch gut. Und jetzt hast du natürlich ein neues Projekt raus, eine Schwester S. Wird häufig in der Presse so als neues Mitglied von Rödelheim gesehen. Mhm. Und das nervt bestimmt. Es ist ja nicht so. Du bist einfach der Producer, du arbeitest auch als Producer, du produzierst ja auch die Musik für euch, ja. Zusammen, und zusammen macht ihr das, ne? Habt ihr Schwester S zusammen gemacht? Nee, es ist so, das ist auch eine Sache, die immer miteinander geworfen wird. Also es gibt zwei Leute auf der Produktionsseite, das ist Martin Haas und Moses Pelham. Mhm. Und zwei Seiten auf der Rap-Seite, Thomas H., Moses P. Mhm. Und bei Schwester S ist es so, dass, ich meine, natürlich, die kommt aus unserer Ecke und auch der Thomas hat daran gearbeitet. Mhm. Und es ist dasselbe Produktionsteam, das Rödelheim Hardcore-Projekt produziert. Und ich meine, da sind natürlich die Grenzen auch fließend. Irgendwo, muss man sehen. Aber ich denke, der Hauptunterschied zwischen den beiden Sachen ist einfach, dass es bei ihrer Platte um sie geht, um ihr Zeug, das, was sie sagen will, auch wie sie es sagen will. Und bei uns eben um uns. Ich denke, dass es ja auch, wenn man mal ehrlich ist, so ist, dass wir es schon auch okay finden, dass sie heute davon profitiert, dass man uns schon ein bisschen kennt und dass wir ein paar Leute haben, die auf unser Zeug stehen und sagen, oh, die haben was Neues gemacht mit einem Mädel, bla, lass uns mal hören. Und so, also über die Ecke an sie rankommen. Und wer die Platte zu Hause hat, der merkt schon früher oder später, dass es nicht Rödelheim Hardrein-Projekt ist, weißt du? Alles klar. Thomas, ist es ja so, ihr seid ja zwei Männer und so, ne, und die ganze Hip-Hop-Szene, ich weiß das ja selber, besteht ja auch fast nur aus Männern. Und jetzt tourt ihr mal mit einer Frau. Das gibt ja bestimmt kleine Problemchen. Wie siehst du das? Also erstmal ist es so, dass sie ja unsere Vorgruppe ist eigentlich. Mhm. Also richtig Vorgruppe. Ach, das ist also nicht, dass ihr dann spielt und sie, das ist natürlich wichtig. Und ich weiß, was Probleme geben soll, weil wir kennen sie halt schon lange, oder ich kenne sie sehr lange eigentlich. Und wir kommen schon klar, glaube ich, einfach. Also, und wir haben auch bei ihr noch zwei Tänzerinnen dabei, die wir auch schon kennengelernt haben und wir sie nett finden. Die Diana guckt jetzt gerade, glaube ich, auch zu, ist eine von den Tänzerinnen. Ich nehme mal ein Hallo. Und wo hast du sie denn kennengelernt, Schwester S? Wie lange kennt ihr euch denn? Ach, wir kennen uns schon ein Jahr irgendwie. In der Schule haben wir uns halt kennengelernt. Irgendwie, sie war eine Parallelklasse von mir. Dann hat sie die Schule gewechselt und wir hatten immer ab und an so Kontakt. Und dann irgendwann haben wir den Titel Wenn es nicht hart ist gemacht. Und da war halt ein anderer Freund von mir, der ist Timo, und der hat auf der Platte gerappt. Und dann habe ich sie noch irgendwie getroffen und gemeint, ja, wie geht's und so. Und dann hat sie halt ein bisschen gerappt, irgendwie zu so einem anderen Musikstück. Wie und geht's? Dann, ja, das ist normal. Also, man geht über die Straße und sagt, wie geht's? Und dann fängt sie an zu rappen. Also, und dann habe ich sie halt dem Mose vorgestellt. Er sagt, ach, Thomas, vergiss es. Und dann hat sie halt gerappt. Und dann, die Geschichte gibt es tausendmal zu lesen und überall zu sehen. Das ist irgendwie auch so eine Kitschgeschichte. Ich hasse auch, die zu erzählen, immer wieder eigentlich. Mhm. Aber es war sehr super. Aber er tut's doch.
Er tut es dann halt doch. Weil es ist halt so gewesen, ne? Das war halt irgendwie dann doch so. Das ist die CD. Holt sie euch. Ist richtig genial, ja. Ich habe meine erste Mal hier irgendwo in der Maske liegen lassen und irgendein Schelm bei Viva hat sie mir entwendet. Ich habe es gerade netterweise wieder eine neue gekriegt, ne? Also, nicht vergessen, hier das Rödelheim-Hartrein-Projekt. Direkt aus Rödelheim. So steckt den Piep ein. Das war ja eine der Textzeilen, die nicht so, ne? Und immer wieder missverstanden wurde übrigens. Also es klingt immer so, also ich habe schon öfter gehört, dass Leute irgendwie dachten, dass das irgendwie was mit Sex oder so zu tun hat, sondern es geht dabei eigentlich darum, steck dein Teil ein, mach nicht rum. Mach nicht rum. Im übertragenen Sinne also. Ja, also das find ich schon ganz gut, sprechen in Bildern, ne? So, dann schauen wir uns, wir haben jetzt viel über euch geredet, schauen wir uns am besten mal ein Video an. Und zwar das Video Keine ist in der Sturmversion. Das ist doch klasse. Verabschiede mich, Jungs. War nett mit euch. Ja, übrigens habe ich noch ein nettes T-Shirt gekriegt, ja, hier, weil sie meinten, sie bräuchten Versteck im Haus. Thomas, ne, kann es nicht gehen, ohne mir die Kralle zu geben, ne? Sag, tschüss. Danke. Tschüss. So. So, Cora. Ach, oh, siehst Cora. Du? Ah! Seht ihr, es gibt nur zwei Frauen im deutschen Hip-Hop-Geschehen, ja? Das ist aber Cora I, die ist ganz, ganz klein und es hat gar keine Schnitte gegen dich. Und das ist die Schwester S, die viel, viel größer ist und viel, viel... Besser will ich jetzt nicht sagen, es tut mir schrecklich leid. Also, Schwester S, erzähl mir mal. Also, deine Freunde, die hier von Rödelheim Hartrein, haben mir gerade gesagt, dass es ganz easy gewesen ist. Also, du bist über die Straße gegangen, ja? Hast dort den Thomas getroffen und der Thomas gesagt, hey, wie geht's? Und du hast gesagt, alles klar. Und du hast angefangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hab's gestern, oh Gott, was sag ich denn, schmutzige Dinge. Er hatte gesagt, du hast einfach angefangen zu rappen. Er hat gesagt, ey, klar, komm, machen wir eine Platte. So einfach kann das ja nicht gewesen sein. So war es auch nicht. Ich meine, ich hab jetzt nicht beim Thomas vorgerappt, weil ich unbedingt Rapperin werden wollte, sondern das war einfach nur just for fun. Ich hab das einfach nachgerappt. Weißt du, hast so ein Ohrwurm und du singst es andauernd, weil du es ständig hörst. Und so war das. Ich hab einfach diesen Titel danach gerappt, hab mir nichts dabei gedacht. Und der Thomas hat dann irgendwie, wie er das immer so süß sagt, mein rhythmisches Talent entdeckt. Dein rhythmisches Talent entdeckt? Also, ja. Sozusagen, ja quasi. Ist ja richtig, warum nicht? Also du rappst ja auch sehr, sehr gut. Danke. Das muss ich sagen. Nee, und so kam es dann, dass er vorgeschlagen hat, dass ich auf Wenn es nicht hart ist, rappe. Das habe ich dann auch gemacht, die eine Strophe. Und dann hat eins zum anderen geführt und es ist soweit. Auch eins zum anderen geführt, das musst du ein bisschen ausmalen. Ich kann mir vorstellen, dann muss doch irgendwie auf dich zugekommen sein, so, hey, pass mal auf, lass uns doch mal eine Platte machen oder lass uns ein Single machen. Ja, das hat er ja gemacht. Moses ist dann auf dich zugekommen und gesagt, na komm, das war eine richtig geile Strophe. Hast du Lust, deine eigene Texte zu schreiben? Ja. Und mein ganzes und das hast du vorher noch nicht gemacht gehabt? Überhaupt nicht, bis dato. Nee. Und wie lange brauchst du, um ein Lied zu schreiben beispielsweise? Welches Lied hat dir denn besondere Schwierigkeiten bereitet und welches war eins der Lieder, wo du sagen würdest, das ist so mir so aus der Feder rausgeschossen? Ich bin raus zum Beispiel, das war ein Titel, der, ich würde nicht sagen, ziemlich leicht war zu schreiben, sondern einfach, da habe ich nur eine Nacht dafür gebraucht. Eine Nacht? Ja. Schreibst du gerne nachts? Warum das denn? Ja, weil ich gerade in der Stimmung war. Du hast gerade in der Stimmung, also ich bin raus. Ich muss jetzt zu meiner Verlegenheit zugeben, dass ich den Titel noch nicht gehört habe. Worum handelt der denn? Ja, das ist ein sehr ich-bezogener Titel und der handelt praktisch von mir selber, dass ich nicht mehr mit der Welt klarkomme und die Welt kommt nicht mehr mit mir klar und ich suche einen Ausweg, den ich dann auch finde. Und die Lösung deiner Probleme war dann? Wie war dann? Ja, du musst ja irgendwie dann zu einem Punkt gekommen sein in dem Lied. Ja. Und der Punkt war? Das ist ein sehr starker, wenn du es krass sagen willst, eigentlich ein Selbstmordlied. Aber ich habe mich ja nicht umgebracht, das ist es ja. Nein, oh Gott, bleib bei uns. Sie wollen ja noch, dass du die Rödelheim-Tour machst. Nee, das ist einfach so ein Gedanke, wo du denkst, hier, ohne Scheiß, ich gehe jetzt über die Straße und lass mich überfahren, weißt du? Hast du ja auch manchmal so einfach... Nein, ich hatte sowas nicht. Ich möchte dich nicht überfahren lassen, ich bin ganz froh bisher. Nee, so. Wenn du echt krass drauf bist, ja, gut. Dann denkst du dir auch manchmal, okay. Bist echt so mehr melancholischer Mensch? Der nee, aber das war halt einfach in der Stimmung, da kam alles. Ein bisschen apokalyptischer. Hier klingelt jetzt das Telefon. Wahrscheinlich wollen die Leute mit dir sprechen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist das Faxgerät da vorne. Wahrscheinlich ist das Band leer. Kümmern wir uns gar nicht drum. Es ist alles live, ne? Hier geht einiges in die Hose. Ist ja normal so. Und was würdest du sagen? Die Platte, du hast die Texte selber geschrieben. Und worum handelt was wolltest du auf der Platte zum Ausdruck bringen? Dazu muss ich sagen, ich habe zum Teil die Texte selber geschrieben. Es gibt aber auch Titel, geschrieben oder muss. Eigentlich über die ganze CD basiert auf Gefühlen, Erfahrungen und Stimmung, würde ich sagen. Wir schauen uns mal die Platte an, ne? Ist ein wunderhübsches Foto. Kommt es? Ah, da ist die Schwester. Ist ein hübsches Mal, kann ich euch sagen. Also in echt sieht sie noch viel, viel besser aus. Ich habe es gar nicht geglaubt, aber ich bin sozusagen hier vom Hocker gerissen, wobei ich ja stehe. Das soll ich was nicht, das kann ja gar nicht vom Hocker gerissen werden. Woher kommst du eigentlich?
Aus Indien. Ja, meine Eltern kommen aus Indien, ja. Und dein richtiger Name, der darf man dir verraten oder hast du das nicht so gerne? Sabrina. Schwester, ja, daher das S, ne? Mhm. Das ist eine logische Überleitung. Also ein richtiger sinniger Name ist das ja, ne? Ich hatte früher, wo ich mal noch in meinen Hip-Hop-Szenen war, hieß ich Double A, weil ich ja Ademola, ich heiße ja an sich nicht Mola, ich heiße ja Ademola, Adebisin, das Double A war dann auch so ein sinniger Künstlername. Was hältst du denn allgemein von der Hip-Hop-Szene so? Wie ist es denn als Frau in der Hip-Hop-Szene? Kannst du dich da durchsetzen? Spielst du auch auf diesen richtigen Jams so, wo die ganzen Hardcores und... Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, ich meine, ich hab damit keine Probleme, dass ich eine Frau bin. Ja, sicherlich, da haben die wenigsten Leute Probleme mit, aber ich hab kein Problem damit. Nur, wenn du einfach mal in die Szene guckst, sind es fast nur Männer. Mhm. Selbst in Amerika, da wo der Hip-Hop nun mal geboren ist, ja, sind viel, viel weniger Frauen als Männer in der Szene. Mhm. Ja, das ist schon wahr, aber ich meine, weißt du, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Hast du Vorbilder? Ich würde nicht unbedingt sagen Vorbilder, aber ich habe Menschen, die mich beeinflussen. So. Wir haben keine Zeit mehr. Ich würde mich am liebsten noch jahrelang hier mit Schwester S, Schwester Sabrina unterhalten. Aber ich muss euch jetzt leider den Clipjäger anmoderieren. War nett, dass du bei uns warst. Ich hoffe, du kommst nochmal. Ich hoffe, ihr kommt alle nochmal auf das Rödelheim, weil die stehen hier noch im Studio rum und sind hier ein bisschen am Gucken, ne? Da hinten die Schlawiner. So, und ihr schaut euch jetzt die Clipjäger an. Schwester, Schwester, Schwester.